Was wir essen und wie wir essen, ist zentral verantwortlich für viele Probleme auf der Welt. Da geht es um Hunger und Armut, es geht aber auch um Umweltzerstörung, um Landraub und um Krieg. Eigentlich sind viele Alternativen bekannt, trotzdem werden sie nicht angewandt. Die Bundesregierung selbst sorgt in Deutschland eben nicht dafür, dass hier was anderes etabliert wird. Sie exportiert sogar eine industrialisierte, konzerngesteuerte Landwirtschaft in die ganze Welt und wälzt die Verantwortung auf die Konsumentinnen und Konsumenten ab. Die sollen dann mit ihrem Geldbeutel bitte die gute, die faire und die ordentliche Landwirtschaft unterstützen. Wir haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung in diesem Dossier einige Texte und Projekte zusammengetragen, mit denen wir in die Debatte einsteigen wollen, indem wir Konzepte und Alternativen vorstellen wollen, wie Ernährungssouveränität eine Alternative und Teil der großen Transformation sein kann.